Ein Waldstück bei Höfingen im Schwarzwald. Im Frühjahr 1989 entdecken der Freiburger Architekt Klaus Humpert und sein Sohn Johannes auf einer Wanderung die Überreste einer römischen Fernstraße, die vom Rheintal kommend über den südlichen Schwarzwald zur Donau führte. Die Entdeckung der römischen Straße, die den Schwarzwald überquert, war ein enorm schönes Erlebnis. Ich konnte aber um die Zeit noch nicht ahnen, dass diese Entdeckung dort im Wald eigentlich nur das Vorspiel war für eine unglaublich riesige Forschungserkenntnis an der Stadt. Die mittelalterliche Stadt. Bis heute fasziniert sie uns. Die Stadtmauer mit den Wehrtürmen ist ihr Wahrzeichen geworden. Sie ist gleichzeitig Schutz nach außen und Grenze nach innen. Die Mauer begrenzt den Raum, in dem sich die Stadt im Mittelalter entwickeln kann. Sie zwingt die Menschen aufeinander zu rücken und sorgt damit für jene dichte Bebauung, die wir erst als Stadt wahrnehmen. Die steil aufragenden Giebel der Fachwerkhäuser, die unregelmäßig geführten verwinkelten Gassen wecken in uns ein Gefühl der Geborgenheit. Es kommt uns vor, als seien diese Städte über Jahrhunderte hinweg auf natürliche Art und Weise gewachsen, als hätten sie sich wie ein Organismus entwickelt. Vielleicht ist das der Grund, weshalb die europäische Stadt des Mittelalters immer noch Menschen aus aller Welt fasziniert. Wir staunen über die Harmonie dieser Architektur, die ganz anderen Gesetzen zu folgen scheint als die heutiger Städte. Nichts ist hier zu spüren von der Kälte der in Beton gegossenen Reißbrettplanungen, mit denen die Moderne die Menschen zu beglücken versuchte. Die Stadt des Mittelalters ist eine Art Urbild geworden. Bis heute prägt sie unsere Vorstellung vom Leben in der Stadt. Dieser Film erzählt die Geschichte einer abenteuerlichen Entdeckungsreise, die Entdeckung der mittelalterlichen Stadtplanung. Unsere Geschichte beginnt in Freiburg im Breisgau. Die Herzöge von Zähringen gründeten die Stadt vor fast 900 Jahren am Ausgang des Dreisamtals. In seiner Geschichte hat Freiburg viele Veränderungen erlebt. Aber trotz schwerer Bombenschäden im Zweiten Weltkrieg konnte die historische Altstadt ihren mittelalterlichen Charakter bewahren. Die Dachlandschaft mit ihren Gauben, die eigentümlich geschwungenen Straßen und Gassen, vor allem aber das Münster mit dem einzigen vollendeten Maßwerkturm des Mittelalters, machen bis heute das Erscheinungsbild der Stadt aus. Die Entdeckung der Römerstraße im Schwarzwald bringt Klaus Humpert auf eine Idee. Lange schon weiß man, dass in der Gegend um Freiburg mehrere römische Fernstraßen verliefen. Könnte es möglich sein, auch heute noch Spuren des alten römischen Wegenetzes im Grundriss von Freiburg zu finden? Wir hatten jetzt diese Straße geklärt und hier war ich ja 18 Jahre Stadtplaner. Und jetzt habe ich eigentlich interessiert, wie geht denn die, das ist ja ein Abzweig von der Straße, wie ist denn das wohl hier weitergegangen? Und als Stadtplaner war natürlich für mich schon irgendwie eine faszinierende Idee, ob vielleicht unter der Stadt Freiburg eine römische Struktur lag. Und ich habe dann
den Versuch gemacht, eine Rekonstruktion des Altwegenetzes, wie es wohl ausgesehen hat, vor der Gründung der Stadt. Ich hole das hier gleich im ersten Blatt raus. Zunächst muss sich Humbert geeignetes Kartenmaterial besorgen. Die Pläne der badischen Vermessungsingenieure aus dem 19. Jahrhundert sind in ihrer Präzision immer noch wegweisend. Das ist Vermessung 1900, gell? Das sind die Urpläne aus der Katastervermessung in den Jahren 1880 bis 1900. Das ist doch nachträglich gemacht. Das ist nachträglich gemacht worden. Doch ein bisschen rumgefummelt. Naja. Es wurde von Hand kartiert und koloriert. Die Pläne im Maßstab 1 zu 500 zeigen den Baubestand der Freiburger Altstadt vor den Kriegszerstörungen. Der Straßenverlauf entspricht damals noch weitgehend dem mittelalterlichen Grundriss. Als Klaus Humbert sich daran macht, in Freiburg nach der römischen Fernstraße zu suchen, ahnt er noch nicht, dass dies erst der Anfang einer fast 15-jährigen Forschungsarbeit ist. Humbert fällt ein seltsames Phänomen auf, für das er zunächst keine Erklärung findet. Die Entfernung zwischen einigen Straßen scheint auf einem regelmäßigen Maß zu beruhen, das an verschiedenen Stellen der Altstadt wiederkehrt. Mithilfe einer einfachen Streifenschablone überprüft Humbert die Abstände zwischen den Straßenblöcken. Schon bestätigt sich die Vermutung. An mehreren Stellen liegen die Straßen in absolut regelmäßigem Abstand zueinander. Dabei weisen die Abstände ein Maß auf, das alles andere als regelmäßig ist. 37,4 Meter. Einmal auf das Phänomen aufmerksam geworden, entdeckt Humbert immer mehr Stellen, an denen sich dieses Maß wiederfindet. Der Münsterplatz beispielsweise misst von Nord nach Süd 112,2 Meter. Das sind exakt 3 mal 37,4 Meter. Aber Humbert macht noch eine weitere Entdeckung. Der gekrümmte Verlauf der Herrenstraße weckt seine Aufmerksamkeit. Es scheint, als beschreibe die Straße über mehrere hundert Meter eine exakte Kreisbahn. Humbert fertigt sich eine Schablone, auf der er Kreise mit verschiedenen Radien anträgt, ohne bestimmtes Maß. Und wieder bestätigt sich seine Vermutung. Ich war völlig erstaunt, hier ist eine Struktur, eine Regelmäßigkeit zu finden, die eindeutig nur von Planern gemacht werden kann. Und als dann dieser zweite Schlag, der wenige Tage später erfolgte, dass diese Kurve hier eine Kreisfigur hat mit einem definierten Mittelpunkt und dass derselbe Kreis mehrfach auftaucht, da war für mich klar, hier haben Planer die Finger im Spiel gehabt. Und als Stadtplaner ist mir sofort klar geworden, da hat einer eingemessen, der hat Instrumente gehabt, einzumessen, die können nur mit einer Schnur gemacht worden sein. Und er hatte offensichtlich auch eine Organisation, die die Einmessung fixiert hat. Das ist die Einmessung, sonst wäre sie heute nicht mehr da. Als Humbert seine Thesen in der Fachwelt veröffentlicht, stößt er auf erbitterten Widerstand.
Einer seiner schärfsten Kritiker ist der Kölner Architekt und Bauhistoriker Günter Binding. Er hat selbst zahlreiche Bücher zur Baugeschichte des Mittelalters veröffentlicht. Das würde unsere gesamte Vorstellung vom Mittelalter über den Haufen werfen. Und ich habe ein Buch gemacht, wo sämtliche Quellen drin sind, bis 1250, die Planen und Bauen beziehen. Ja? Ein Riesenkapitel über das Vermessen. Was die überhaupt in den Quellen an Vermessungsgeräte haben, was wir überhaupt für Vermessung in den Quellen haben. Das ist ganz wenig. Ne? Es sei denn, ich quäle die Quellen. Wenn also wenn das Wort Designare in der Quelle vorkommt und ich sage, das ist Zeichnen, dann kann ich ja nichts machen, wenn er das so übersetzt. Es ist nicht Zeichnen. Designare heißt bestimmen, festlegen, ordnen, Struktur geben. Also erstens gingen unsere Quellen weg. Die geben es nicht her. Es gibt unsere ganze historische Kenntnis vom Mittelalter geht hinüber. Es geht nicht. Wie wollen Sie die ganze Soziologie kriegen Sie über den Haufen? Die ganze Wirtschaftsgeschichte geht über den Haufen. Sie müssen also das gesamte Wissen über eine Entwicklung im Mittelalter negieren. Die Tatsache, dass man sich im Klaren wurde, dass man offensichtlich etwas gefunden hat, was existiert, aber was bisher nicht bekannt war, fördert natürlich das Jagdfieber, das ist völlig klar. Aber es fördert auch doch die Selbstzweifel, ob man nicht da einem Irrtum unterliegt oder einer Obsession, weil man sich gesagt, wieso sollst du das finden? Das hätten auch andere auch schon gefunden. Und gerade in der Stadt Freiburg gibt es eine Fülle von Freunden dieser Stadt, Forschern und wer alles und Historikern. Also auf dem Stadtgrundriss haben schon viele geschaut. Ja? Aber offensichtlich hat nie einer gemessen. Bei seiner Suche nach einer brauchbaren Maßeinheit erinnert sich Humpert an eine alte Tradition. Um Streit zwischen Kaufleuten zu vermeiden, legte man im Mittelalter die handelsüblichen Hohl- und Längenmaße fest, indem man sie, für jedermann überprüfbar, am heiligsten Ort der Stadt anbrachte, am Münster. Bis heute findet sich an der Vorhalle des Münsters ein eingemauertes Ellenmaß. Elle und Fuß waren die wichtigsten Längenmaße des Mittelalters. Die Länge von Stoffballen wurde ebenso in Elle und Fuß angegeben wie die Größe von Gebäuden. 6 Ellen entsprechen 10 Fuß. Aus der Länge der Freiburger Elle ergibt sich ein Fußmaß von 32,4 Zentimetern. Als Humbert dieses Maß zur Berechnung der Kreisbögen verwendet, erlebt er die nächste Überraschung. Die Kurven der Salzstraße und der Bertholdstraße folgen einem Kreisbogen mit einem Radius von exakt 600 Fuß. Mit wenigen Zirkelschlägen kann Humbert 2 gleichseitige Dreiecke mit einer Seitenlänge von 600 Fuß erzeugen. Legt man diese geometrische Konstruktion nun über den Grundriss der Stadt, so zeigt sich die verblüffende Übereinstimmung. Die Kurven der Salzstraße und der Bertholdstraße folgen exakt dem Verlauf des konstruierten Bogens. Auf einer Länge von mehreren hundert Metern weicht die Bebauung vom Idealverlauf des Kreisbogens um weniger als 50 Zentimeter ab. Dann habe ich gesagt, die Zähringer haben ja mehrere Städte gemacht hier. Ja. Lass doch mal gucken, ob in den anderen Städten ähnliche Phänomene zu finden sind. Ich habe ja noch nicht gewusst, wie es gemacht wird, aber jedenfalls Phänomene. Und das sind die Nachbarstädte Villingen und Offenburg, aber natürlich auch Bern in der Schweiz, aber auch, ich würde sagen, Kenzingen als eine späte in der Nachfolge der Zähringer Städte. Also man konnte, Rottweil zum Beispiel. Und siehe da, massenhaft waren die Kurven da. Massenhaft und sehr oft die gleichen. Also der 2000er Radius war, glaube ich, in jeder Stadt zu finden. Und damit war also klar, wir haben es hier nicht mit einem Sonderphänomen in Freiburg zu tun, sondern wir haben es offensichtlich mit einem Phänomen der Zähringer zu tun. Wer waren die Zähringer?
Ihr weit verzweigter Stammbaum reicht zurück bis in das 10. Jahrhundert. Und obwohl das Geschlecht bereits im Jahre 1218 mit dem Tod von Herzog Berthold V. erlosch, wirkt es bis heute fort. Die Markgrafen von Baden gehen ebenso auf die Zähringer zurück wie die Grafen von Fürstenberg und die Herzöge von Teck. Im 11. Jahrhundert verlagerten die Zähringer ihre Herrschaft vom Nordrand der Schwäbischen Alb in den Breisgau, an den Fuß des Schwarzwalds. Auf den Überresten eines alemannischen Fürstensitzes errichteten sie eine Burg und nannten sich nach ihr die Herren von Zähringen. Die Burg wurde zum Ausgangspunkt für die Befestigung des neu eroberten Landes. Aber von hier aus, hoch über dem Breisgau, konnten die Zähringer nicht den Handel in der Rheinebene kontrollieren. So entwickelten sie eine neue Strategie zur Absicherung ihrer Herrschaft. Sie gründeten Städte. Freiburg, unterhalb der Burg gelegen, sicherte den Übergang über den südlichen Schwarzwald. Mit ihrer Politik der gezielten Stadtgründung wurden die Zähringer zu Vorreitern eines lang anhaltenden Baubooms. Das Hochmittelalter war eine wirtschaftliche Blütezeit. Ungefähr 3000 Städte entstanden in Mitteleuropa zwischen 1100 und 1349, dem Jahr der ersten Pestwelle. Über einen Zeitraum von 250 Jahren wurde jeden Monat eine Stadt gegründet. Und jetzt ist natürlich der logische Schritt, war natürlich logisch, dass man sagt, jetzt gucken wir mal außerhalb der Zähringer. Bei anderen Städten, von die sicher nicht von den Zähringer gemacht sind. Und dort waren die Kurven genauso zu finden. Gell? In großer, großer Menge und zum Teil mit riesigen Dimensionen. Sodass also da klar wurde, dass das ein allgemeines Phänomen ist, was bisher von niemand gesehen wurde. Immer mehr Städte untersucht Humbert nun. In ganz Europa. Und immer häufiger stößt er auf Bogenkonstruktionen. Sei es in der von den Welfen gegründeten Stadt Landsberg am Lech oder in Venedig. In den kleinen Städtchen des Elsass oder in Wismar. In Basel oder in Siena in der Toskana. In ganz Europa findet Humbert Städte, die bis ins Detail geplant worden sein müssen. Das aber widerspricht fundamental der bisherigen Lehrmeinung über die Entstehung der mittelalterlichen Städte. Wie ist das möglich? Es ist eine Überforderung eines mittelalterlichen Kenntnis- und Fähigkeitssystem. Nur ein Beispiel. Wenn Sie sich überlegen, dass der Kran erst im 13. Jahrhundert erfunden ist, Baupläne erst im 13. Jahrhundert gibt. Vor 1220, 30 gibt es keine gezeichneten Baupläne, nur Systemskizzen. Das heißt, alles wird auf dem Gelände. Es wird eine Systemskizze gemacht, damit man weiß, wie es aussieht. Und dann wird auf dem Gelände aufgemessen. Das kann ich natürlich nur auf dem Kirchengelände, auf eine Dimension, die ich überschauen kann, dann wird das aufgemessen und wir haben mehrere Quellen, die uns klar sagen, dann werden die Fundamente gelegt und das Fundament gibt mir schon an, wie die Kirche darüber aussehen wird. Aber das sind die Kirchen. Da habe ich den entsprechenden Baumeister. Für die Stadtplanung, ich sage es noch einmal, habe ich eben einen Patrizier oder einen im königlichen Auftrag arbeitenden Verwaltungsbeamten, der entsprechende Ordnung reinbringt und dann mag er stückweise vermessen lassen. Aber in keiner Weise in dieser Dimension, weil es einfach nicht machbar ist. Es ist historisch, soziologisch nicht machbar, dass ich ein solches Riesenstadtareal entsprechend vorplane für eine sehr späte Zukunft. Klaus Humbert weiß, dass er seine Untersuchungsmethode verfeinern muss, wenn er seine Kritiker überzeugen will. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Martin Schenk entwickelt er am Institut für Städtebau der Universität Stuttgart eine Methode, die Messfehler der historischen Pläne zu beseitigen. Humbert und Schenk speisen den Computer zunächst mit den Daten moderner Vermessungen.
Diese werden dann mit den historischen Plänen überlagert. Das Ergebnis ist ein virtueller Plan, der den historischen Baubestand anzeigt, jetzt aber bereinigt von den Fehlern früherer Vermessungen. Dieser Plan bildet die Grundlage für die weitere Untersuchung der Stadt Freiburg. Die Parzellen sind auch zusammengelegt. Also hier war ja noch mal eine ganz schmale Parzelle zwischendrin und heute sind es nur noch zwei Parzellen. Also aus drei macht zwei. Also ich wollte wissen, ob dahinter ein System existiert und welches System dahinter existiert. Und die erste Entdeckung war ja schon da, dass da ein Dreieck offensichtlich existiert mit 600 mal 600. Und sehr schnell hat sich daraus ein Rechteck ergeben, nämlich ein Rechteck, welches eingeschrieben mit einer Seitenkante von 600, welches eingeschrieben ist in einen Kreis von 600. Und ich kann das jetzt hier mal darstellen, wie das eigentlich durch die Erleichterung mit dem Computer dann verhältnismäßig schnell sich erklärt hat. Ich habe hier auf dem Bildschirm jetzt zuerst mal die Dreisam und den Schlossberg. Und um zu zeigen, wie diese morphologischen Elemente im Stadtsystem finden, lege ich jetzt mal den Mauerring rein und zeige jetzt allein nur die Konstruktion dieses Rechtecks, welches aus dem Dreieck abgeleitet wird. Also das Dreieck, was wir gefunden haben, welches fixiert wurde durch den Kreis in der Straße, in der Salzstraße, also dadurch ist, und der Gegenbogen, dadurch ist diese Linie enorm hart und genau fixiert. Und das Überraschende ist, sie führt tatsächlich oben auf die Burg, da liegt die alte Burg der Zähringer oder das sogenannte Schloss. Das glaube ich nicht, dass das ein Zufall ist, sondern das ist eine Beziehung zum Auftraggeber. Und ich zeige jetzt mit dem nächsten Schritt, wie aus diesem Dreieck ein Rechteck wird. Es ist wirklich eine sehr einfache Konstruktion, in dem dieses Dreieck hier verwendet wird und man nimmt das vorhandene Schnur. Ich mache es jetzt mal mit Gelb, kann man es vielleicht besser sehen. Nimmt die vorhandene 600er Schnur, verlängert diese Linie hier bis zum Schnitt und hat dann in ein 600er Kreis eingeschriebenes Rechteck. Und wir nennen das ja dann Campus Initialis. Campus Initialis heißt, das ist das Startfeld. Das ist das Startfeld und im Startfeld ist das konstruktive System, wie ich den rechten Winkel erziele, quasi eingebaut und sofort lesbar. Das Prinzip des Campus Initialis finden wir auf jeder Baustelle. Ein rechtwinkliger Rahmen, das sogenannte Schnurgerüst, umgibt bis heute den Bauplatz. Erst die Fixierung des rechten Winkels ermöglicht die exakte Einmessung jedes beliebigen Punktes auf dem Baugelände, sei es durch Peilen mit dem bloßen Auge oder wie hier mit Hilfe des Theodoliten. Humpert untersucht den Campus Initialis von Freiburg genauer. Dabei stellt er fest, dass die mittelalterlichen Vermesser das Startfeld der Stadt in 9 Streifen von gleicher Breite unterteilt haben. Die Breite eines Streifens beträgt ziemlich genau 115 Fuß oder 37,4 Meter. Welche Erklärung gibt es dafür? Da beabsichtigt ist, die Parzellenteilung, die Hofstätten, mit 50 mal 100 Fuß bereitzustellen für die zukünftigen Siedler, und das steht nachher auch in der Gründungsurkunde der Stadt, ist eben das ein sehr schönes Maß, 15 Fuß breite Straße und 100 Fuß tiefe Grundstücke. Und wenn ich jetzt hergehe und blende jetzt in dieses abstrakte System wieder die Realität ein, nämlich den Grundriss, dann können wir hier mit großer Überraschung feststellen, wie dieses System genau den Münsterplatz beschreibt. Und wenn man das noch größer rausvergrößert, können wir sehen, dass diese Kante im Dillengässle da hinten, welches die Verbindungslinie ist zwischen dem Marktplatz und der Herrenstraße, extrem genau definiert wird. Und dass vor allem die Schwester dieser kleinen Gasse hier, das Präsenzgässle, fast genau ebenfalls in dem Maß liegt. Und das, was noch überraschender ist, dass diese Gasse ein Bestandteil des Campus Initialis ist. Es ist eine Seitenkante, die Ostkante des Campus Initialis. Das war natürlich dann eine riesige Überraschung und war eine enorme Bestätigung und war die erste Antwort auf die Frage, woher diese Streifen kommen. Sie erinnern sich, dass ich am Anfang mit diesem Streifentag gearbeitet habe, dass das Phänomen der Streifen entdeckt wurde, und das ist genau das jetzt.
Kann es wirklich sein, dass der Grundriss einer mittelalterlichen Stadt wie Freiburg auf einem derart ausgeklügelten Planungskonzept beruht? Wer sich heute durch die Stadt bewegt, tut sich schwer daran zu glauben. Die Straßengabel am Oberlindenbrunnen oder die Insel hinter dem Augustinerplatz wirken in ihrer Gestalt wie zufällig entstanden und nicht wie das Ergebnis einer kalkulierten Planung. Über welches geheime oder verloren gegangene Wissen müssen die mittelalterlichen Stadtplaner verfügt haben, dass es ihnen möglich war, ihre Planungsabsicht bis heute zu verbergen? Das Rätsel der mittelalterlichen Stadtplanung. Klaus Humpert kann es nur aufklären, wenn es ihm gelingt, die entscheidende Frage zu beantworten. Woher kommt das Phänomen der Bögen? Gibt es eine Stadt, in der die Bogenkonstruktionen zum ersten Mal auftauchen? Eine Stadt, die Vorbild wurde für eine ganze Epoche? Klaus Humpert beginnt sich für die Bautätigkeit der deutschen Kaiser zu interessieren. Im Jahr 1024 stirbt Kaiser Heinrich II. Mit seinem Tod erlischt die Herrschaft der Ottonen. Zu Heinrichs Nachfolger wählen die deutschen Fürsten Konrad den Älteren von Worms, der als Konrad II. Den Thron besteigt. Mit Konrad kommt ein neues Herrschergeschlecht an die Macht, die Salier. Wie alle seine Vorgänger ist auch Konrad ein König ohne festen Regierungssitz. Seine Herrschaft übt er auf Reisen aus. Mit der Familie und dem gesamten Hofstaat zieht er von Pfalz zu Pfalz durch sein Königreich, hält unterwegs Gericht und erlässt Gesetze. Im Winter des Jahres 1026 bricht Konrad nach Italien auf. Er muss erst noch die italienische Königswürde erlangen, König der Langobarden werden, bevor er sich in Rom vom Papst zum Kaiser krönen lassen kann. In Rom lernt Konrad schockartig die Welt der Antike kennen. Das Kolosseum, ein Bauwerk, das jede romanische Kirche klein aussehen lässt. Auch die Ruinen des Forum Romanum zeugen noch von der einstigen Weltherrschaft Roms. Zu Konrads Zeiten ist diese Blüte gerade einmal 600 Jahre Vergangenheit. Kurz vor Ostern des Jahres 1027 bereitet man sich in Rom auf ein großes Ereignis vor: die Kaiserkrönung. Am Ostersonntag empfängt Konrad von Papst Johannes dem 19. die kaiserliche Weihe. Caesar et Augustus ist nun sein römischer Titel, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Als Konrad im Jahre 1028 nach Deutschland zurückkehrt, befiehlt er den Bau einer neuen riesigen Kirche, der Dom zu Speyer. Drei Generationen von salischen Kaisern werden an dieser Kirche bauen. Erst Konrads Enkel Heinrich IV. Wird sie vollenden. In seiner Zeit ist der Dom der größte Bau der Christenheit. Konrad lässt den Dom nicht auf der grünen Wiese, sondern in der Nähe einer bestehenden Siedlung planen. Als der Grundstein für die Kirche gelegt wird, bezeichnet der Bischof von Speyer den Ort noch abschätzig als Vaccina, als Kuhdorf. Dabei war Speyer schon unter römischer Besatzung eine bedeutende Stadt am Rhein. Zufall? Oder will Konrad mit der Wahl dieses Ortes ganz bewusst an die römische Herrschaftstradition anknüpfen?
Von Anfang an plant Konrad den Dom als Grablege für sich und seine durch ihn zu Kaiserwürde aufgestiegene Familie. Als der erste Kaiser der Salier im Jahre 1039 stirbt, ist der Dom noch längst nicht fertig. Der Sarg mit seinem Leichnam wird auf der größten Baustelle Europas beigesetzt. Ja, das ist schon ein anrührender Ort. Den Ort kenne ich seit vielen Jahren, aber nur aus meinen Plänen, nur aus meinen Berechnungen. Ist dieser Ort immer wieder ein Mittelpunkt einer Konstruktion und es ist jetzt schon eine, ich würde sagen, eine sehr ganz besondere Moment, wo ich jetzt den Ort verortet sehe, also wo er eigentlich hingehört. Ja. Und zwar ist es der Punkt, von dem aus die Einmessung der Stadt gestartet wurde. Und es ist auch ein ganz wichtiger Messpunkt im Gesamtsystem des Domes. Das ganze System startet letztlich auf einer Achse. Wir nennen das immer Gründungsachse. Auf dieser Achse wird auch sofort die Skalierung angebracht. Und das Interessante ist, dass im Kernbereich zwei Pythagoras-Dreiecke zu finden sind. Einmal das Exotische, das ist dieses Gelbe mit Kanten von 12 100, 500 und 1300. Also auch diese drei Maße ergeben hier einen genauen rechten Winkel. Und das zweite ist das konservative und immer wieder verwendete Pythagoras-Dreieck mit Kanten von 3, 1200, 4, 1600, 5, 2000. Und das sind die beiden Dreiecke, die aneinander liegen, die hier mit der 12er Seite zusammenliegen. Und damit sind die Hauptmaße für die Stadt definiert. Humpert untersucht den Grundriss von Speyer und stößt dabei auf seltsame Maße, die er bis dahin in keiner anderen Stadt gefunden hat und für die er lange Zeit keine Erklärung findet. Es dauert fast 1,5 Jahre, bis es ihm gelingt, das Rätsel zu lösen. Gefunden wurde ein System, welches so aussieht. Wir beginnen mit einem Quadrat von 12 mal 12. Dessen Diagonale ist 17. Dann machen wir aus dieser Diagonale ein Quadrat mit 17 mal 17. Sehen Sie? 17 mal 17. Das ist dieses Quadrat. Dann verwenden wir wieder diese Diagonale und wir bekommen ein Quadrat von 24 mal 24. Jetzt haben die Planer umgestellt, indem sie auf dieses 12er Quadrat die 17er Maß noch dazufügen und bekommen damit hier also ein 29er Quadrat. Das ist dieses Quadrat. Das ist also zusammengesetzt aus 17 und 12. Alles Maße, die mir bekannt sind. Also die ich von meinem anderen Rechteck bereits kannte. Und das war natürlich dann schon als ein Hinweis, dass da offensichtlich eine Treffer gelandet wurde. Und wenn ich es jetzt drüber lege, es ist extrem verblüffend, dass dieses Konstrukt genau drauf passt. Das heißt also, die ganzen Systeme liegen tatsächlich da unten drin. Der Mittelpunkt liegt hier, der Dommittelpunkt liegt hier, da liegt das Altpörtel, hier liegt ein Tor, ich zeichne jetzt mal ein, hier überall Tore liegen, da liegt ein Tor. Da liegt ein Tor, das ist der große zentrale Mittelpunkt der Stadt. An dieser Stelle ist ebenfalls ein Tor. Das ist der Punkt, von dem aus dieser Bogen gezogen wird. Das ist das Dreieck, also 5, 13, 12. Und es wird sicher nicht ganz leicht sein, dieses alles dem Zufall zuzuschreiben. Es scheint aberwitzig, aber für Humpert ist es die einzig plausible Erklärung. Nicht nur die Anlage des Domes, sondern auch der gesamte Grundriss der Stadt beruhen auf einem völlig abstrakten geometrischen Spiel. Das aber lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Der Dom und die Stadt müssen als Einheit geplant worden sein. Hat Kaiser Konrad in Speyer nicht nur eine Grablege in Auftrag gegeben, sondern auch die neue Hauptstadt seines Reiches?
Humpert findet weitere Indizien. Als erstes wird jetzt dieser Punkt, den wir da hier hatten, darf noch mal den Punkt hier erwähnen, diesen Punkt, diese 13er Strecke, ist die Grundlage dieser ganzen Konstruktion, und zwar indem hier ein großer Kreis eingezeichnet wird mit einem Radius von 1300 Fuß. Ich bin sicher nicht zu pathetisch, wenn ich sage, das ist ein heiliger Kreis. Der ist nicht nur so gemacht, sondern dieser Kreis liegt um das Mittelpunkt herum. Und wir können hier sehr schön sehen, dass diese Straße hier oben fast genau in der 13er Kurve liegt. Und das, was eigentlich jetzt eben sehr auffällt und was der Grund war, die Bestätigung zu finden, sowohl dieses Tor, das ist das Salztor, wie dieses Tor, das Weiße Tor, liegen exakt auf dem 1300er Kreis. Und ich bin der Meinung, dieses ist eine großartige Konstruktion von höchstem Anspruch, wo die Stadtplanung einen Anspruch hat, der eben dem speziellen Ort gemäß ist. Und wo man eben sagt, hier, ein solcher Dom kann nicht einfach nur in so eine Gegend gestellt werden. Das ist doch völlig klar, dieser heilige Ort muss auch in seiner Umgebung, ich würde sagen, über die Geometrie heilsgeschichtlich oder heilsmäßig eben festgemacht werden. Das mittelalterliche Planer, die planen nicht einfach nur so, ja? Dass sie so hingehen und sagen, das machen wir halt jetzt so, sondern das muss einfach immer begründet werden über die Ordnung, über die Geometrie. In einer reich illustrierten Bibel aus dem Jahre 1230, die heute in der Wiener Nationalbibliothek aufbewahrt wird, befindet sich eine der berühmtesten Buchmalereien des Mittelalters. Deus Geometer, Gott als Weltenschöpfer. In seiner rechten Hand hält Gott einen Zirkel. Mit Hilfe dieses Zirkels erschafft er die Welt, den Erdkreis. Der Kreis ist die vollkommene geometrische Figur, der Zirkel das Instrument, ihn zu erzeugen. Die Geometrie, sagt dieses Bild, sie ist göttlichen Ursprungs. Es scheint, als habe dieser Gedanke auch die mittelalterlichen Planer von Speyer geleitet. Ich bin der Meinung, das ist die bedeutendste Stadt, die wir gefunden haben im Rahmen unserer Forschung. Ich weiß nicht, ob man so schnell eine bedeutendere findet nördlich der Alpen. Und zwar deswegen, weil sie offensichtlich zum ersten Mal groß angelegte stadtplanerische Probleme angeht und löst. Und da sie die Kaiserstadt ist, wird sie offensichtlich sehr stark zum Vorbild. Also sie ist in der Hinsicht sicher. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich behaupte, sie ist die Mutter der mitteleuropäischen mittelalterlichen Stadt, also das Vorbild. Weil sie auch zeitlich wahnsinnig der Zeit voraus ist, also weil sie zu einem Zeitpunkt ungefähr 90 Jahre vor Freiburg liegt. Und Freiburg gilt ja immer als eine sehr frühe planerische Leistung. Ich behaupte, das ist alles Zufall, aber das ist meine Meinung. Eine Stadt ist ein gewachsenes System, das natürlich, da ein Planer einen gewissen Bogen schlagen kann, aus Geländegründen oder aus sonstigen Gründen, vielleicht auch nachher im späteren Mittel aus optischen, früher nicht, aber im späteren Mittel, aber die Untersuchungen sind ja zwölftes, nicht? Und in der Zeit ist es nicht zu denken. Dass da aber ein bestimmter Bogen entsteht und dass der sich dann entwickelt, ist durchaus gegeben. Und jetzt kommt eine sehr böse Bemerkung: Wenn ich möglichst lange auf einem Reißbrett da die Linien ziehe, komme ich irgendwann immer zum System. Denn schauen Sie sich mal die einzelnen Pläne an, wie viel Vermessungsklimmzüge gemacht werden, um diese Ecke oder jene Ecke oder dieses Stück in das System einzubinden. Ich behaupte ja nicht, dass ich ein Historiker bin, aber ich muss den Historikern sagen, ihr lieben Historiker, ihr habt sie bisher nicht rausgebracht, trotz eurer super Ausbildung. Ihr habt ja nicht den Ansatz dazu rausgebracht. Ja. Ihr habt ja nicht den Ansatz einer Theorie, wie die Städte gemacht worden sind, herausgebracht. Und ich behaupte, ihr seid unglaublich auf einem Irrtum, nämlich dass Städte offensichtlich nur Stück um Stück entstehen und nicht als große Konzepte wie Bauwerke auch. Dieses ist ein Irrtum. Und zwar meiner Ansicht nach ein säkularer Irrtum. Ja. Das ist eine Anmaßung, das bin ich mir im Klaren. Gell? Aber da ich einer gegen viele bin, kann ich nur mit einer gewissen Aggressivität meine Thesen und meine Erkenntnisse vortragen.
Sonst habe ich überhaupt keine Chance, dass sie mal aufgenommen wird. Ne? Klaus Humpert beschließt, seine Theorie in der Praxis zu überprüfen. Er wird eine bestehende mittelalterliche Stadt im Maßstab 1:1 neu einmessen. Die Ostseestadt Wismar bietet ideale Voraussetzungen für seinen Feldversuch. Wismar wurde um das Jahr 1226 mit Hilfe von hanseatischen Kaufleuten aus Lübeck gegründet. Die historische Altstadt erstreckt sich über einen Quadratkilometer und hat bis heute ihren mittelalterlichen Charakter bewahrt. Der Straßenverlauf ist noch der gleiche wie vor 750 Jahren. Der Grundriss von Wismar ist ein einzigartiges Dokument mittelalterlicher Stadtbaukunst. Auch deswegen wurde die Stadt im Mai 2003 aufgenommen in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes. Auf einem verlassenen Truppenübungsplatz, 50 Kilometer von Wismar entfernt, beginnt die Vorbereitung. Der Achse wird eine S-Kurve aufgebaut. Klaus Humpert und Martin Schenk konstruieren auf einem Reisboden zunächst das im Maßstab verkleinerte Modell der Stadt Wismar. Ist jetzt ein bisschen grob mit der Schnur, aber... Dieses Modell, das den mittelalterlichen Stadtgrundriss wiedergibt, bildet die Grundlage für die anschließende Einmessung. Ähnlich wie Zimmermänner arbeiten Humpert und Schenk mit einfachsten Mitteln. Mit Schnüren, Nägeln und mit dem Zeichenstift werden die zukünftigen Straßen und Plätze der Stadt entworfen. Wenn man vielleicht mal hier die Achse noch mal fixieren könnte, da einen Nagel rein. Schritt für Schritt wird die Konstruktion nun im Maßstab vergrößert ins Feld übertragen. Architekturstudenten der Hochschule Wismar übernehmen die Rolle der Agrimensores, der mittelalterlichen Landvermesser. Wie vor 800 Jahren wird die Stadt im Feld ausgesteckt. Mit Hilfe von Fluchtstäben und Messseilen legen die Vermesser die Stadtmauer, den Straßenverlauf und die wichtigsten Plätze fest. Schließlich wird die Einmessung mit einem Pflug im Boden fixiert. Was früher mit dem Ochsengespann mehrere Tage dauerte, erledigt der Traktor heute in wenigen Stunden. Ganz allmählich wird die Kontur der zukünftigen Stadt sichtbar. Beim Flug über Wismar kann man die markante Sichelform der Lübschen Straße sofort erkennen. Sie ist die große Hauptstraße der Stadt. Auf einer Länge von mehr als 900 Metern durchzieht sie Wismar. Vor Klaus Humpert liegt nun die schwierigste Aufgabe: diese groß angelegte Bogenkonstruktion nachzuvollziehen. Mit Hilfe eines Schnurzirkels entwirft Humpert zunächst die Konstruktion auf dem Reisboden. Nach seinen Berechnungen verläuft die Kurve der Lübschen Straße auf einer Kreisbahn mit einem Radius von exakt 1000 Fuß. Dieser Kreisbogen muss nun mit einem 1000 Fuß langen Messseil präzise in das Gelände übertragen werden. Gelingt dies, ist das ein entscheidender Beweis für Humberts Theorie der mittelalterlichen Stadtplanung. Dass es auf der Linie liegt, aber nicht im Schnitt. Diese Hanfschnuren, darüber streite ich mich zwar mit Herrn Humpert noch, so eine Hanfschnur ist ja ziehbar. Wenn ich da ordentlich am Ende ziehe, dann dehnt die sich. Es ist kein Stahlmaßband. Und ein Stahlmaßband von 30 Meter straff zu spannen, ist schon ein hartes Geschäft. Also so eine Hanfschnur, wenn ich die ordentlich ziehe, reißt sie oder dehnt sich. Und wenn es feucht ist, ändert sie sich wieder. Das heißt, über solch lange Strecken kann ich mit einer Schnur gar nicht so genau messen.
Das sind ja enorme Strecken. Stellen Sie sich mal vor, was das allein für ein Gewicht ist einer solchen aus Naturfaser, nicht, Hanf oder sonst Leinen, geflochtene, gezwirbelte Schnur. Unterstützt von einem Dutzend Studenten und mit Hilfe des rund 400 Meter langen Messseils beginnt Klaus Humpert die Einmessung der Lübschen Straße. Ich habe keine Probleme, dass Sie mich als Spinner bezeichnen. Ich werfe Ihnen eher vor, dass Sie eigentlich nicht bereit sind, auch mal selbst zu messen. Ja? Nicht bereit sind, die Methoden selber mal nachzuvollziehen. Mit einfachsten Mitteln wird der Bogen provisorisch markiert. Bereits nach einer Viertelstunde Arbeit zeichnet sich im Gelände schemenhaft die Kurve der Lübschen Straße ab. Aber entspricht der Bogen auch dem realen Straßenverlauf in Wismar? Um ganz sicher zu gehen, lässt Klaus Humpert seine Einmessung überprüfen. Mit Hilfe eines satellitengestützten Vermessungssystems können Messfehler bis auf wenige Zentimeter genau nachgewiesen werden. Die Einmessung der Stadt Wismar ist vollendet. Aus Augenhöhe betrachtet ist der Anblick noch unübersichtlich. Zunächst. Gut zwei Wochen haben Klaus Humpert und sein Team gearbeitet. Ein Dutzend Menschen genügen, um eine Stadt von einem Quadratkilometer Größe in den wesentlichen Grundzügen einzumessen. Nun ist der Augenblick der Wahrheit gekommen. Das Ergebnis wird mit dem Grundriss der realen Stadt Wismar verglichen. Oben drüber, das ist also das Digitalisierte, das ist also wirklich die Realität. Und das ist das, was wir vermessen haben und was die Vermessungsingenieure nachgemessen haben. Ja? Verblüffend. Nicht nur die Mauer und die Stadttore liegen beinahe exakt an Ort und Stelle. Auch die Lübsche Straße entspricht über die gesamte Länge dem tatsächlichen Straßenverlauf. Das Rätsel der mittelalterlichen Stadtplanung scheint also gelöst. Die Ergebnisse von Klaus Humperts Forschung werden die Wissenschaft wohl noch auf Jahre beschäftigen. Was bleibt, ist unser Staunen über eine Epoche, in der Stadtplanung mehr war als das bloße Organisieren von Lebensraum. Die Stadtplaner des Mittelalters schufen Städte, die wir bis heute als menschenwürdige Orte empfinden. Ja, es ist halt so, dass ich auf der einen Seite einen enormen Respekt fühle vor meinen Kollegen des Mittelalters. Ja, weil ich ja denen auf der Spur bin und denen quasi über die Schulter schaue. Und ich im Lauf der Forschung eigentlich immer stärker den Hut abgenommen habe vor diesen Leuten, weil deren Kenntnis, deren Großzügigkeit, deren Konzeptive, also ich würde sagen, Würfe, nicht Entwürfe, sondern Würfe, das so anzupacken, eben wir immer wieder mehr quasi den Schneid abgekauft haben. Und deswegen ist es auch so, dass ich mich auch in einem gewissen Sinne für meine Kollegen eigentlich, das ist natürlich ein bisschen romantisch, ja, aber doch für meine Kollegen etwas deren Ehrenrettung oder deren Ehrenerklärung, weil ich sage, Kinders, ihr habt das wirklich wahnsinnig toll gemacht und bis heute hat es keiner gemerkt. Ja?
Und das Nächste ist, dass mir natürlich klar ist, wenn das richtig ist, ist hier ein Archiv geöffnet worden, welches enorme Forschungserkenntnisse beinhaltet. Seine Untersuchungen an den mittelalterlichen Städten hat Klaus Humpert inzwischen abgeschlossen. Seit einiger Zeit beschäftigt er sich mit einem neuen Forschungsthema. Mit mittelalterlicher Buchmalerei. Thank you.